Also wir sind ja quasi mit drin. Viele Berge hier. Ey, Dazu noch Prahler, Klettern. du tust immer so richtig dämlich und guckst dann mit offenem Mund in Richtung Himmel, aber eigentlich tust du nur so, oder? Was tue ich? Als ob du so dumm bist. Ich bin gar nicht dumm. Ich bin beleidigt, lass die Ohren hängen. Okay, Pull mir mit der einen Kralle so ein bisschen Wasser aus dem Ohr. du bist einfach. Nennen wir dich einfach. Du Ihr bist seht nicht. einfach. Ihr Ich wisst streck doch, dir die was man Zunge über die raus. Bauern und dem, also das Ausmaß ihrer Kartoffeln sagt. Auf der anderen Seite sind sie immer größer als im eigenen Garten. Keine Ahnung, was weiß ich von Bauern? Das wohl auch, das wohl auch. Sagt, betreiben Warge Landwirtschaft? Das sind Also, Kartoffeln. Bodo, zurück zum Thema. Du willst in die Vogelberge und wir sind da drin. Ein bisschen genauer. Naja, also ich habe ja hier die Karten, erwischt ein bisschen Flüssigkeit von der Lederkladde runter und holt da eine Karte raus. Also ich sag mal, ich zahle euch pro Tag, pro Person ein Lunar Sold und natürlich auch einen Anteil an der Beute. Was haltet ihr davon? Ich will mehr. Hast aber nie mehr verdient. Ein Lunar klingt in Wieso Ordnung, nicht? aber. Ein Lunar klingt in Ordnung, aber der Bonus muss groß ausfallen, wenn es wirklich um Zwergenseide geht. Nachdem die Kerzen hier in der Taverne vermutlich mittlerweile alle aus sind, zaubere ich ein kleines Flämmchen vorbei und mache, wenn er mit, die Pfeife wieder an. Nun ja, wir werden halbwegs großzügig bezahlt und jagen eine Geschichte hinterher und wandern ein wenig durch die Berge. Ihr könntet sagen, ich bin Feuer und Flamme. Es geht um das Geheimnis deiner Großmutter, Bodo. Das sollte dir doch einiges wert sein. Und die Vogelberge sind gefährlich, das weiß jeder. Er brummelt sich was in den Bart und ja, wenn ihr hier verhandeln wollt, dann können wir das gerne tun. Ich habe von so ziemlich allen ein bisschen was gehört. Wer von euch möchte denn die Verhandlung hauptsächlich übernehmen? Auf welche Proben reden das Diplomatie? Diplomatie oder Redegewandtheit, das könnt ihr euch aussuchen, Ich kann aber nicht einer von rechnen, ich wollte euch nur widersprechen. muss die Führung übernehmen. Das würde ich natürlich übernehmen. Wir trinken jetzt erst noch ein Bierchen und dann ein Teechen und dann ein Schnäpschen und dann reden wir über seine Großmutter und dann kommen wir so ganz langsam, schneiden wir das Thema der Bezahlung an. Siehst du ja mir, deswegen hast du auch einen Nutzen. So werde ich Ihnen das bei mir zu Hause machen, aber. Und ohne Schlängerei. Okay, dann dürfen alle anderen gegen die 17 eine Diplomatie oder Redegewandtheit würfeln. Zu unterstützen? Zur Unterstützung des Hauptakteurs. Ja, gegen die 17. Gegen die 17. Schauen wir mal nach. Da haben wir plus 1. Kann man auch verlieren, wenn man die Probe nicht schafft? Das ist plus minus 0, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Misslungen kostet keine. Ja, die können wir auch welche abziehen, aber noch. Okay, dann kannst du mit plus 1 gegen die 22 werfen. Okay, weißt du was? Machen wir einen Risikowurf. Spaßig, spaßig. Daran arbeiten wir umsonst für ihn. Auch Zehn also und acht nehmen wir. wenn du noch einen Erfolgsgrad brauchst, kannst du noch einen Splitterpunkt nehmen. Also, ich sehe es ja ein, so eine Ausrüstung ist auch teuer und habe ich ja auch gerade geerbt. Ja, und Großmutter wäre das auch sicher recht. Was sagt ihr? Ich schieße erstmal 50 Lunare für eure Ausrüstung vor. Aber dann zahle ich erst, wenn wir wieder zurück in Eisenbahn. Das ist ein Deal. Klingt doch ganz hervorragend. Ausgezeichnete Arbeit, Jamir. Ich schlag erst ein und ich hätte jetzt mit sowas wie 10 Lunaren gerechnet pro Person, aber 50 nehmen wir natürlich auch. Nun, ihr seht, ihr müsst so etwas mit Geduld herangehen. Ihr müsst ihnen das Gefühl geben, dass ihr jederzeit davongehen könntet. Denn der Mann war ja offensichtlich sehr verzweifelt. Gut. Hey, ich bin nicht verzweifelt. Ich bin noch nicht fündig geworden. Ja, genau. Bodo, bist du für die Vogelberge gerüstet? Musst du selbst noch was einkaufen?
Seile, Schlafsack, Zelte. Ja, sowas braucht man alles, oder? Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der Mann, der häufig rauskommt. Ach nee, das sieht man dir gar nicht an. Streicht sich einmal über seinen fetten Bauch und... dann wärst du auch nicht so dick. Ja, wie wär's, wenn wir gemeinsam die Ausrüstung besorgen, damit ich auch nichts vergesse? Wir wollen ja auch bezahlt werden, du musst immerhin wieder ankommen. Und Zwergenseide, wenn du das Geheimnis wirklich mitnimmst, ist gut für uns alle. Können wir direkt das Geld wieder bei dir ausgeben? Was hältst du davon? Gut, gehen wir über den Markt und machen uns fertig für eine Reise. Oh, kann ich ihn nochmal beiseite nehmen, bevor wir rausgehen? Also den Bodo? Ja, klar. Was haltet ihr davon, wenn ich euch ein Angebot mache? Wenn ihr wirklich etwas herausfindet, ich sage mir, ich verzichte großzügigerweise auf meinen Tageslohn und dafür bindet ihr mich vielleicht ein wenig ein, falls ihr, ihr wisst schon, Gewinne erzielen wollt. Oh, 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 also versteht mich nicht falsch, ich kann einfach ein Zwerg sein, aber ich weiß, was ich hier habe und ich weiß auch, was ein Monopol ist. Nun, ich will euch auch keine Konkurrenz machen, sagen wir, Geschäftspartner. Nein, nein, einen Partner brauche ich nicht. Eine Schmiede führt man am besten alleine. Ja, überlegt es euch. Ihr habt ja bis zu unserer Rückkehr, bis ihr uns auszahlen müsst. Bis dahin ist ja noch alles offen. Ja, guckt dich ein bisschen misstrauisch an und begibt sich dann hinter den drei Wagen her und führt euch ein bisschen im Krämerviertel von Eisenborn herum. Hier gibt es viele Geschäfte. Und ja, Bodo weist euch die vernünftigen, wo gute Preise zu holen sind. Ja, ihr sollt eine Expedition in die Vogelberge, geschätzte Dauer 2 Wochen, für einkaufen. Dann bitte sammelt mal, was ihr wollt. Was brauchen wir denn? Kletterhaken, 50 Meter Seil, Zelte für jede Person. Warme ich brauche kein Zelt, ich schlafe draußen. Wir haben gesagt, das ist ein 4000er oder es kann bis zu 4000 hoch sein, also wir brauchen wetterfeste Kleidung. Bei 4000, wir brauchen doppelwetterfeste Kleidung. Das kann ziemlich kalt da oben werden, ich sag mal 0 Grad. Je nachdem, wie kalt der Wind weht. Vielleicht ein Packtier? Packtier würde ich glaube ich nicht nehmen, weil, wie gesagt, wenn wir irgendwo hochklettern müssen, eine Steilwand oder sowas, dann dürfen wir das hinten zurücklassen und wir müssen unsere Sachen so mitnehmen, dass wir auch ohne Packtier das weiterführen können. Stimmt. Vielleicht ein Wasserträger? Ein Wasserträger? Wir könnten Wagenwasser auf den Rücken festmachen. Du weißt schon, ein Typ, der unser Zeug trägt. Ja, okay. Also ich würde sagen, das ist das gleiche Problem wie mit dem Reittier. Also er kann zwar nach oben, aber ich bin jetzt eher weniger für Sherpas. Ich glaube, das liegt dann wirklich in unserer eigenen Körperkraft. Oh, 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 wir kommen da nie hoch. Also ich komme da du, nie hoch. Du, genau, richtig. Du kommst da nie hoch. Ich kann außer dir helfen. Außer ja mir. Wir besorgen für euch eine Strickleiter, die einer von uns oben anbindet. Dann sollte es selbst für euch kein Problem darstellen. Kleiner Mann. Das klingt doch annehmbar. Hm, 50 Meter Seil, Klettergeschirr, Kletterhaken, Zelte, Schlafsack, wetterfeste Kleidung. Dann brauchen wir Nahrung für... schauen wir uns mal an. Wir sind 4 Helden und wir sind Bodo. Wir rechnen einfach mal, naja, 14 Tage ist ja knapp kalkuliert, sagen wir Nahrung für 20 Tage. 20 Tage, 5 Personen, sind also 100 Rationen. Können wir nie im Leben tragen. Dann jagen wir ich uns unterwegs noch, was. Mabari kann auch was tragen. Wir sollten vielleicht vorher und sie kann auch klettern, sie ist ein Bär. Ich habe die Hoffnung, dass Bodo viel isst und dann werden wir am Anfang viel Nahrung dann schon aufessen. Wir brauchen Wasser, ebenso für, sagen wir,
2 Tage, also Wasserschläuche. Wasser werden wir dort oben sicherlich finden. Zur Not haben wir Schnee oder sowas. Wir können Wasser vielleicht in Erfahrung bringen, wie die örtliche Flora und Fauna auf diesen Bergen so aussieht. Solange es Tiere gibt, kann ich sie jagen. Das ist ja die Frage, denn wenn es keine gibt, nützt uns auch der beste Jäger der Welt nicht. Es gibt dort schon ein paar. Ebenso sollten wir uns vielleicht mit dem einen oder anderen Heilkräuterchen eindecken, falls es dort oben keine zu finden gibt. Heilkräuter. Ich kann euch auch helfen, wenn ihr schwach seid. Ich guck ihn dir doch an. Er ist kein Wag wie wir. Aber ich kann auch andere Dinge. Ihr habt das nur noch nicht gesehen. Also, wir werden dort oben auf alle Fälle Essen finden, wir werden dort oben Tiere finden, dementsprechend gibt es dort oben auch Wasser. Was die Tiere angeht, natürlich, wir können die auch jagen, aber ich sag mal so, ich habe schon gegen Bären gekämpft und das sind zähe Biester. Die sind richtig zäh. Ich halte Barry die Ohren zu. Ach so, ja, tut mir leid. Große ja. Tiere sind mein Spezialgebiet. Ausgezeichnet. Ist es nicht dann, wenn ich ironisch, wenn ihr doch selbst ein großes... Nein, egal. Wir sind Waage, keine ironisch. Tiere. Was ist denn der Unterschied? Willst du jetzt mit Rassismus anfangen? Ich dachte, das haben wir seit 1000 Jahren abgebaut. Nein, ich meine, ihr habt Fell und... Die haben Fell. Und ihr habt eine Schnauze und die haben eine Schnauze. Habt ihr schon mal versucht, mit einem Tier zu unterhalten? In der Tat, ja. Es war sehr gesprächig. Ich das verstehe macht die Frage nicht. Sinn. Gut, haben wir sonst noch etwas? Zurück zum Thema. Junge, ich weiß nicht, vielleicht dieser Bodo. Hat er Landkarten für die Strecke oder müssen wir uns da selbst besorgen? Karten, ja, ich habe Karten. Zeig dir nochmal die Karten aus der Kladde seiner Oma. Habt ihr denn die vielleicht dann mal mit, sagen wir, moderneren abgeglichen, um zu sehen, ob sie akkurat sind? Was heißt hier akkurat? Hier, schaut mal da. Was heißt hier modern? Hier, aus den Reiseberichten der Finder Trinkelbach. Ja. Drückt dir was in die Hand. Kannst du Basagnomisch lesen? Jeder kann Basagnomisch, aber ich kann lesen, ja. Ja, wenn du das liest, siehst du, dass das Reiseberichte sind einer Gnomin. Die Dame hat hier in den Bergen, in den Vogelbergen, nach einer verschollenen Zwergensiedlung gesucht. Hat da ein paar relativ aktuelle Karten zugefügt. Orte, die sie abgesucht hat, bereits markiert und Orte, die sie für vielversprechend hält, herausgestellt. Und ja, das sieht alles modern, gut recherchiert und solide aus. Nun, das sieht doch ganz hervorragend aus hier. Ich war mir nicht bewusst, dass ihr einen separaten Satz an Karten hattet. Und sagt, wann genau wollten wir aufbrechen? Morgen früh? Warum warten? Morgen früh, nun, natürlich. Ich meine, ihr werdet mit meiner Kameradin die Besorgungen durchführen. Gibt es vielleicht eine, sagen wir, Bibliothek in der Stadt? Ja, also, ja. Der Vorbaumtempel hat die größte der Stadt. Die anderen sind in Privatbesitz. Ich glaube nicht, dass ihr da vorgelassen werdet. So wollt ihr eure Nase jetzt noch in Bücher stecken? Und ich dachte mir, auch knapp ob der knappen Zeit wäre es trotzdem sinnvoll, sich einen oder anderen Überblick über das Gelände dort zu verschaffen und die Gegend. Also gut, wir haben eine kleine Liste, die etwas an Tragkraft kosten wird. Bodolot, wenn wir da rausgehen, da gibt es keine feinen Speisen für dich. Kein Bier, einfaches Wasser. Ist das klar? Ja, gut, aber wir können noch ein bisschen Süßkram mitnehmen, oder? Aber für ein Fläschchen Schnaps reicht es, richtig? Naja, ein Wasserschlauch, der so 4 Liter fasst, meinetwegen kannst du auch 2 Wasserschläuche nehmen und was du da am Anfang reintust, ist mir halt völlig egal, aber auf dem Weg wird mit Wasser aufgefüllt, weil Schnaps fließt nicht aus Flüssen.
Also, wir brauchen einmal 50 Meter Seil. Wir brauchen einen Kletterhaken, beziehungsweise Kletterhaken Mehrzahl. Wir brauchen sowas wie Klettergeschirr, damit wir uns daran festmachen können. Zelte für uns und Schlafsack. Dann brauchen wir wetterfeste Kleidung, denn wir rechnen dort oben mit Temperaturen, die Schnee verursachen. Ja. Heilkräuter muss sich unser Magier drum kümmern. Wie gesagt, Wasser füllen wir dann alle 2 Tage mit Quellwasser auf, wenn wir dort oben irgendwas finden. Dann müssen wir uns eben auf unsere Nase verlassen. Nahrung nehmen wir für, na gut, sagen wir 10 Tage mit. Das heißt, wir müssen uns definitiv dort oben irgendwas jagen. Ich hätte normalerweise gerne 20 Tage geplant für uns 5 Personen, aber das wird zu schwer und dementsprechend, wie gesagt, ich blicke dann mal auf Nasaug und Rala, werden wir uns dort oben irgendwas jagen müssen. Kriegen wir schon hin. Und ich würde gerne noch eine Spitzhacke mitnehmen für eventuelle Probleme, die dort auftauchen. Man weiß ja nie. Ja. Doch, das klingt sinnvoll. Einen Einwurf habe ich noch. Erzähl. Nun, unser Führer hier, der werte Zwerg, scheint schon genug mit sich selbst zu tragen zu haben. Selbst mit einem Geschirr würde er nicht steile Hänge erklimmen können. Und Jamir hier, nun, er ist besser darin, sich unter Tischen zu verkriechen. Wirklich eine vernünftige Leiter, an denen sie sich festhalten könnten, wäre nicht schlecht. Eine Leiter, aber Blödsinn. Ich kann genauso gut klettern wie jeder von euch. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich brauche keine Leiter oder eine Sänfte. Nur ein bisschen Schokolade. Wir sollten Schokolade anpacken. Schokolade klingt sinnvoll. Also, es gibt keine Leiter. Auch für dich nicht, Jamir. Nun, das ist bedauerlich. Wir sind Helden. Aber wenn der gute Bodo hier eine Wand hochkommt, bin ich zuversichtlich, dass ich Säming ebenfalls erklimmen kann. Das ist die richtige Einstellung. Und er klopft ja auf den Rücken. Also nun, gut, dann besorgen wir uns das. Kannst du mitkommen. Und dann geht's morgen ausgeschlafen los. Ich werde dir mal einige kleine Erkundungen einholen. Habt ihr ein bisschen Buch geführt, bei wie viel Millionaren ihr angekommen seid mit der Ausrüstung, die ihr zusammengeschrieben habt? Ich hab erstmal nur aufgeschrieben, was wir brauchen, aber noch keine Lunare, also keine Preisliste geführt. Mhm. Ja, können wir das mal ebenso leicht überschlagen? Es muss jetzt nicht präzise sein, sondern gerundet. Sagen wir doch einfach, es kostet 50 Lunare und fertig sind wir. Okay. Ich sag mal, für die 50 ist dann auch noch ein kleines Maultier dabei, was da keiner von euch über ein Pferd verfügt, euch den ganzen Kram auch schleppt. Ne, wollten wir nicht. Ich habe gesagt, wir kaufen so ein Geschirr für meinen Bären. Weil die Überlegung war, wenn wir irgendwo hinklettern müssen, der Bär kann halt klettern und das Maultier nicht. Und das haben wir, haben wir halt gedacht, dass es dann einfacher ist, wenn man dem Bären sowas auffindet, okay, als das Maultier zu kaufen. Das war halt nur so die Idee, ne? Es wird ein bisschen dauern und dein Bär ist damit auch alles andere als begeistert, aber er tut es knurrend. Ja. Also ich guck gerade mal, ein Seil, 10 Schritt kostet 2 Lunare, wir wollen 50 haben, das sind also 2x5 sind 10 Lunare, so ein 50 Meter Seil kostet schon eine ganze Menge. Ja, die Zelte 5 Lunare, die Schlafsäcke 5 Lunare sind 2,20, die Kleidung extra 5 Lunare, also wir kommen schon... Das ist schon gut bei 50 Lunaren. Wir kommen mit 50 Lunaren. Okay, kürzen wir es ab, wir machen da keine Wissenschaft raus, ja. Will einer von euch noch Dinge an dem Abend im Eisenbrand unternehmen? Ja, bitte. Okay. Ich möchte, ja, dann in dem Tempel, ich habe leider den Namen vergessen. Ja, der Furbrom-Priester, der dich am Eingang abholt, ist kein Priester, sondern ein Akolyt, ein junger Zwerg, der dich ein bisschen verwundert anguckt. Ja, wie kann ich helfen? Ich meine, Furbrom zum Gruße. Guten Abend, der Furbrom zum Gruße. Wenn er irgendeine Geste gemacht hat, versuche ich auch die nachzumachen, obwohl sie mir vermutlich nicht perfekt gelingt. Man sagte mir, dass ihr noch eine ganze anregende Sammlung an Bibliotheken hättet. Ah, eine Bibliothek mit einer ganz anregenden Sammlung. Ich hätte es mir denken
können. Wir haben so wenig Gläubige von anderen Rassen. Die Bibliothek, ja, ich führe euch zu Pater Bohr. Ja, er führt dich tiefer in den Tempel rein. Hier der Eingangsbereich ist sehr prächtig. Danach wird es sehr einfach. Und ja, irgendwann bringt er dich zu einer Tür, klopft kurz an, bittet dich rein. Du siehst einen älteren, weißhaarigen Zwerg, der über einem Schreibtisch ein Pergament liest, seine Brille kurz hochzieht, dich anguckt. Ja, was gibt's? Vorbereitung zum Gruße, euer Ehrwürden. Vorbereitung zum Gruße? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Und ich bin, mein Name ist Jaromir Elvakim, ich bin ein Durchreisender in der Stadt und man sagte mir, dass ihr doch eine ganz hervorragende Bibliothek in diesem Tempel hättet. Und ich wäre doch unendlich dankbar, wenn ihr mir in einer solchen einen gewissen Einblick erlauben würdet. Glaubt ihr, wir lassen jeden hier in die Bibliothek rein? Habt ihr Referenzen? Ich fürchte, dass ich nicht aus der Gegend bin, wie man das so schön sagt. Aber natürlich bin ich bereit, eine großzügige Summe an den Tempelschatz zu überlassen. Nun, wenn das so ist, die Opferschale, ja, er macht ein kleines Kästchen auf und achtet darauf, wie viel du da reinpackst. Okay, ich muss leider OT fragen, wie viel ist denn viel? Oder was kann man für einen Lunar kaufen, so in Bier und Brot gerechnet? Also ein Lunar ist für einen einfachen Mann eine Menge Geld, für so einen Priester in der Bibliothek nicht wirklich, allein sein Schreibzeug kostet das Zehnfache. Aber du hast Vermögen 3, also du bist schon gut betucht, kannst hier auch gerne klotzen. Ja, komm, lassen wir mal 10 Lunare hier. Machen wir 15 draus. Guck mit großen Augen, als du da Silber um Silber hinlegst. Ja, aber selbstverständlich eine private Führung der Bibliothek. Sowas mache ich doch gerne. Na dann folgt mir, guter Mann. Vielen Dank. Ja, und führt dich durch mehrere verschlossene Gattertüren in eine Bibliothek, die ja 2 Stockwerke umfasst, aber wahrscheinlich auch nicht mehr als ja, so 500 Bücher, vielleicht 600. Ja, machen wir es kurz. Ich lasse mich dann halt einmal durchführen. Was habt ihr denn? Was sucht ihr denn? Vielleicht kann ich euch helfen, euch schneller zurechtzufinden. Nun, wie sich stellt, werde ich wohl in nächster Zeit in die Vogelberge selbst eine gewisse Reise unternehmen. Ach, die Vogelberge, ja. Ja, da hat doch diese Gnomin auch ständig nachrecherchiert hier in der Bibliothek. Wie hieß sie noch gleich? Ach, ich hab's doch nicht so mit Namen. Ich erinnere mich leider gerade nicht dran. Weiß ich den Namen noch? Keine Ahnung, weißt du den Namen noch? Nein, ich habe ihn vergessen. Ah, ihr meint die gute Frau, die das ausführliche Gartenwerk angefertigt hat. Ja, ja, richtig. Ach, der Name, der fällt mir nicht ein. Nun, Namen sind ja auch am Ende nicht wirklich wichtig. Was zählt ist, was man hinterlässt. Ja, ja, ja. Also ich kann euch zeigen, was ich ihr gezeigt habe, aber ja, wir fangen mal hiermit an und er fängt an, Bücher aus den Regalen zu fischen und dir in die Arme zu drücken. Das wird recht schnell recht schwer. Ich lasse ihn aus Höflichkeit allerdings trotzdem nochmal gewähren und sortiere mir dann hinterher die wichtigen raus. Ja, du kriegst eine Zusammenstellung von 8 Büchern, / Folianten, in denen die gute Finder Trinkelbach recherchiert hat.
Und ja, kriegst sogar ein kleines privates Studierzimmer zur Verfügung gestellt. Ist ja ganz hervorragend. Ja, ich fackel dann auch nicht lange. Ich sichte dir erstmal nach Titeln, nehme mir da die ein, zwei vielversprechendsten raus. Die werden dann quer gelesen. Zumindest die wichtigen Teile. Also. Du hattest die Reiseberichte von ihr überflogen. Du findest relativ schnell raus, dass sie hier recherchiert hat. Und ja, ein Großteil der Informationen, die sich in ihren Reiseberichten wiederfindet, findest du hier auch wieder ergänzt um das, was sie vor Ort erlebt hat. Aber ja, die Infos, die ihr hier bekommen habt, die sind gut. Die stimmen. Das ist gut. Wenn du guckst, die hat vor allen Dingen nach Vulkangestein gesucht. Und hat da jetzt hier in den Folianten und Karten relativ wenig Hinweise drauf bekommen. Wenn du jetzt dich ein bisschen weiter drin vertiefst, der Katzenbuckel. Der Katzenbuckel könnte interessant sein, sich den anzugucken. Katzenbuckel, ich nehme an, das ist ein Berg, ein Vulkan vielleicht? Das ist ein Berg, genau. Ja, was heißt Berg? Ein kleinerer Berg im Vergleich zu den 4000ern. Eher bescheiden. Im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin, aber immer noch respektabel. Auch wenn das keine Kunst ist. Gut, nachdem das durchgegangen ist, möchte ich halt nochmal ja, eher knapp selbst kurz durchrecherchieren, wie es denn da oben mit Flora und Fauna aussieht. Beziehungsweise Flora. Ja. Also gerade so praktische Anwendungen, was kann man essen, was kann man rauchen, was kann man trinken? Ja, essen, trinken, klar, kein Problem, rauchen sollte man eher nicht tun. Ja, ansonsten findest du noch ein paar interessante Abhandlungen bei Flora und Fauna, dass hier das Jagdrecht gilt. Das ist zum Beispiel illegal, in den Wäldern dort Rotwild zu schießen. Das ist sehr gut zu wissen. Gut, wie sieht es da oben mit der Verfügbarkeit von, ja, sagen wir mal Heilkräutern aus? Heilkräuter, wird geschrieben, sind dort ziemlich viel. Da es von Menschen größtenteils unbewohnt ist, wachsen die da, ohne je abgeerntet zu werden, wild. Durftest du keine Probleme haben, welche zu finden. Gut. Was schließe ich einfach mal, dass die das Auffinden von etwas exotischeren Zutaten auch leicht vonstatten gehen sollte. Das stimmt fröhlich. Ja. Ah, irgendwann zu gegebener Stunde verlasse ich dann auch den Tempel. Ja, nochmal beim Vorsteher Priester vorbei. Kontrolliert nochmal, ob du die Bücher auch pfleglich behandelt hast und nimmt dir dann zu. Ihr seid jederzeit willkommen, wenn ihr noch einmal recherchieren wollt. Aber das hört man doch gern. Wow. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Reise. Vielen Dank. Und damit Abmarsch Richtung Taverne.